Ja, Gold falsch waren Sie gestern, wenn Sie nach 17 Uhr durch den Wallringtunnel fahren wollten. Der war gesperrt, aber er war voll, denn knapp 3000 Menschen, knapp 3000 Techno-Fans aus ganz Deutschland, die waren wiederum richtig, sie wollten feiern, und zwar das Time Tunnel Festival. Techno auf vier Spuren quasi. Haben Sie auch gemacht, gefeiert, aber man kann sich natürlich vorstellen, was das für ein Aufwand vorab war. Georg Roll trägt heute die ganze Verantwortung. Fast 50 Mitarbeiter hören auf sein Kommando. Um einen atmosphärischen Partyort zu schaffen, benötigen andere Veranstalter 2 Tage. Er hat weniger als 5 Stunden. Und die müssen reichen, um Lichtsysteme, Soundtechnik, Bars und Absperrungen aufzubauen. Das ist ein irrer Aufwand, damit also 8 Stunden gefeiert werden kann. Das ist ein Wahnsinn. Das sind eben die Ansprüche heute. Und wenn man das also reduziert und kleiner macht, dann sackt die Stimmung ab, würde ich sagen. Dann ist der Fan enttäuscht. Das können wir also auf gar keinen Fall dulden. Die Tontechniker sind besonders gefordert für den Sound im Autotunnel. Ja, es ist schwer zu sagen. Sind auf jeden Fall mehr als 20.000 Watt Soundsystem, was hier aufgebaut werden. Bei einer Veranstaltung dieser Art gilt es aber auch, andere Bedürfnisse zu beachten. 20 Toiletten stehen im Versorgungstunnel bereit. Diese werden auch dringend benötigt. 15.000 Flaschen Wasser und Cola, fast 8.000 Flaschen Bier und über 600 Flaschen Wodka werden kühlgestellt. Herr Roll, noch gut 3 Stunden. Wie ist denn die Lage jetzt aktuell? Die Lage, ja. Wir sind ein bisschen hinterher. Wird schwer, wird sehr schwer. Aber naja, wir müssen jetzt einen Schlag reinhauen. Ja, aber da war kein Saft drauf. Vielleicht hat man nicht eingeschaltet. Die spezielle Videoleinwand wird von einer Firma aus Warschau aufgebaut. Bei dem Zeitdruck muss jeder Handgriff sitzen. Kurz vor 22 Uhr kann dann endlich der letzte Test der Technik durchgeführt werden. Ein halbes Jahr hat er geplant für diesen Moment. Alle mal rein. Läuft. Ja, alles fertig, alles super. Party kann steigen, Licht ist perfekt. Diese Besucher haben 30 Euro Eintritt bezahlt, doch offenbar haben andere versucht, unerlaubt in den Tunnel zu kommen. Das ist das Original und das sind die beiden Fälschungen. Ach, zwei Fälschungen. Zwei Fälschungen. Während sich die Sicherheitsleute darum kümmern, ist der Wallringtunnel schon in Ekstase. Anders als der Organisator ist hier kaum einer älter als 30 Jahre. Man sieht ja auch, die jungen Leute tanzen sehr intensiv und freuen sich ohne Ende. Also das steckt natürlich an. Also klasse, einfach gut. Tolles Gefühl hier zu sein und ich bin schon fast überwältigt. Ab 6 Uhr ist Georg Roll dann wieder gefordert. Innerhalb von 5 Stunden muss hier alles abgebaut sein. Und das, können wir noch dazu sagen, hat im Übrigen geklappt. Ab 11 Uhr war der Tunnel nämlich heute wieder frei.